Fast gar keine gesellschaftliche Debatte über die Frage, welchen Fortschritt wollen wir und welchen Fortschritt wollen wir nicht. Normalerweise sind auf den Podien Zukunftsforscher, die erzählen, wie wir leben werden, die aber nicht mit uns darüber reden, wie wir leben wollen. Und das Merkwürdige ist, dass all diese technizistischen Utopien, wie wir dann mal leben, also dass die Tapete uns quasi sagt, was wir machen sollen, oder eine eingebaute Kontaktlinse uns mit dem Wissen der Welt verbindet, alles so Dinge sind, wo wir sagen, das sind eigentlich Antworten auf nicht gestellte Fragen. Ich hätte eigentlich viel lieber, dass mir ein Zukunftsforscher erzählt, wir werden das Welthungerproblem gelöst haben in 20 oder 30 Jahren oder es wird keine Kriege mehr geben. Aber daran wird offensichtlich nicht gearbeitet. Jetzt ist es ja so, dass man immer sagt, die Henne- oder das Ei-Problem, auch in diesem Fall. Brauchen wir diese ganzen Dinge? Ist der Konsum das Maß aller Dinge oder wird uns das nur vorgegaukelt, dass wir es brauchen? Naja, also wir leben ja schon sehr lange nicht mehr in einer Gesellschaft, in der sie das einkaufen, was sie brauchen. Also ganz früher mal haben die Leute in einer Bedürfnisdeckungsgesellschaft gelebt. Die wollten eine warme Höhle haben, die wollten überleben, einen Mammut zum Essen. Dann haben wir in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft gelebt, in dem alles das, was wir sonst noch haben wollten, Kühlschrank und Auto und dergleichen, dazugekommen ist. Und natürlich leben wir heute in einer Bedarfsweckungsgesellschaft, in der uns Wünsche überhaupt erst eingeredet werden, die wir von alleine überhaupt nicht hätten. Jetzt haben Sie mal am Anfang eines Interviews zu jemandem gesagt, wer liest, wird gelesen und wer kauft, wird zum Produkt. Sind Sie nicht auch ein Produkt? Das möchte ich gerne von Ihnen genauer wissen. Ein Produkt von was? Nein, jetzt nicht Sie als Redner, sondern einfach, Sie kaufen ja auch ständig. Also man wird ja zum Produkt. Die Menschen werden einfach in dieser Konsumwelt als Produkt gesehen. Wir werden nur mehr quantifiziert, wir werden nicht mehr qualifiziert, wir werden vermessen, was wollen wir eben, wie Sie vorher gesagt haben. Hirnströme werden jetzt gemessen, jetzt gibt es schon ein neues Gerät, Pulsmessgeräte sind out. Jetzt setzt man Walkman auf und die Hirnströme werden gemessen und ich weiß, ob ich quasi fähig bin, den Tag zu überleben. Aber wenn Sie kaufen ja hoffentlich auch. Lassen Sie sich beeinflussen von der Werbung oder kaufen Sie immer nur Dinge, die Sie brauchen? Also ich kaufe auch Dinge, die ich nicht brauche. Aber dass die Werbung mich besonders stark beeinflusst, kann ich nicht sagen. Das liegt aber wahrscheinlich an einer genetischen Disposition. Ich kann nämlich nur sehr wenige Dinge auf einmal verarbeiten. Ich bin sozusagen Anti-Multitasking, also Monotasking. Und mir fällt Werbung meistens überhaupt nicht auf. Gar nicht. Ja, ab und zu natürlich schon, aber ich denke, dass meine Wünsche, die über meine normalen Bedürfnisse hinausgehen, nicht von der Werbung geweckt werden. Was würden Sie den Konsumentinnen und Konsumenten mitgeben, wie sie durch diese neue digitalisierte Gesellschaft und Welt spazieren sollen, damit sie achtsamer bleiben? Also ich glaube, dass Achtsamkeit, Selbstachtsamkeit etwas ist, was sehr, sehr früh trainiert werden muss in den Elternhäusern und, da das in vielen Elternhäusern nicht geschieht, auch in den Schulen. Das heißt, wir müssen den Kindern beibringen, sich vor Aufmerksamkeitsraub zu schützen. Das ist eine Sache der Selbstkonzentration. Das ist eine Frage, sich die eigene Neugier zu bewahren. Es ist eine Frage dessen, nicht jedem Reiz nachzugeben. Und das ist etwas, was eine zentrale Aufgabe der Schulen ist, Selbstachtsamkeit bei Kindern zu trainieren. Sie haben einen 11-jährigen Sohn, wie macht man das bei den Kindern? Gibt es da ein Beispiel, das Sie uns konkret nennen können? Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Mein Sohn und ich, wir gucken sehr, sehr gerne zusammen Fußball. Und wir machen aus, wenn Werbung kommt. Denn ich bin gerade vor 3 Tagen noch an einem kleinen Jungen vorbeigelaufen, der 2 oder 3 Werbesprüche hintereinander aufgesagt hat. Jetzt müssen Sie sich mal die Art von Umweltverschmutzung angucken, wenn im Gehirn eines 7- oder 8-Jährigen ja, in erster Linie Werbejingles hängen bleiben. Also ein Kind kann mit seiner Neugierde und mit diesem Schwamm von Gehirn, das alles aufsagt, so viel sinnvollere Dinge machen, als sich damit zu belasten und damit unnütze Speicher voll zu machen. Also das ist schon eine wichtige Frage der Gesellschaft, das in Zukunft stärker zu verhindern. Apropos Gesellschaft, wann müsste sie denn Stopp rufen, wenn die Digitalisierung so überhand nimmt? Ja, also das ist eine lustige Formulierung, weil die Gesellschaft gibt es natürlich nicht. Da schiebt der eine dem anderen die Zuständigkeit hin. Und zweitens ist es mit dem Stoffsagen natürlich auch eine schwierige Sache. Wir haben das ein bisschen hinbekommen in der Biotechnologie. Wir wollen zum Beispiel keine Menschen klonen. Da haben wir uns darauf geeinigt. Jedenfalls keine Menschen klonen, die wir dann erwachsen werden lassen. Da gibt es innerhalb von Europa, eigentlich in der ganzen Welt, eine Art von Konvention, an die man sich, soweit ich das jedenfalls weiß, auch hält.
Und genauso müsste es in diesem Bereich des Aufmerksamkeitsraubes, der verschiedenen Techniken, die wir anwenden, um die Neugierde zu filtern, sagen, hier ist eine gewisse unlautere Grenze und über die wollen wir nicht hinaus. Oder da ist ein bestimmtes Quantum überfüllt, da wollen wir nicht drüber hinaus. Aber ich gebe mir keine Illusionen hin, so werden wir das nicht in den Griff kriegen. Stichwort Industrie 4.0, ich habe schon kurz erwähnt, wir hatten zuerst eben die Dampfmaschinen, dann hatten wir das Fließband, dann eben die Roboter, die IT-Technologie und jetzt eben Industrie 4.0, wo es darum geht, dass Maschinen nur mehr über Computer kommunizieren. Also ich kann dann in Zukunft aussuchen, obwohl es ein Massenprodukt ist, ob ich meinen Schuh aus Leder haben will, welche Farbe, wie der Schnürsenkel ausschauen soll, ob es einen Absatz, ob er einen Absatz haben soll oder nicht. Was sagen Sie denn zu dieser vierten industriellen Revolution? Die vierte industrielle Revolution wird die Gesellschaft mindestens so stark verändern, wie es die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Eine der dramatischsten Folgen, neben den positiven Effekten, die es natürlich auch gibt, wird sein, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit in Europa kriegen, wie wir es uns überhaupt noch nicht vorstellen können, weil ein riesiger Bereich von Dienstleistungsberufen wegfällt, der wird von Maschinen gemacht. In dieser Arbeitswelt werden sehr wenige Leute Computern sagen, was sie zu tun haben. Computern werden vielen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Und für viele Leute wird es überhaupt keine Verwendung mehr geben. Und darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Das heißt, wir müssen unseren Begriff von Arbeit neu definieren. Wir müssen sowas einführen wie ein Grundeinkommen. Denn sonst brechen uns ja die Binnenmärkte zusammen. Also die Wirtschaft kann kein Interesse daran haben, dass es keine Konsumenten mehr gibt, beziehungsweise dass Millionen arbeitslos sind. Brechen unsere sozialen Sicherungssysteme zusammen. Um alles das müssen wir uns jetzt ganz, ganz schnell kümmern. Eine Geschichte ist ja, Sie haben eh schon angesprochen, eben die ganz großen Internetkonzerne, die ja ganz genau wissen, wie wir ticken. Also wenn man eben, wir haben uns heute unterhalten beim Herfahren, ein Kollege hat einfach nur als Geschenk jemanden ein Buch gekauft über Amazon, über Rosen und seither wird er als Rosenzüchter sozusagen behandelt. Oder ein Zukunftsforscher hat eben versucht, Damenschuhe anzuschauen und wird seither nur zugeschüttet eben mit Damenschuhen. Jetzt sagt man eben, für den Konsumenten ist es viel einfacher. Weil die Maschine weiß einfach, was ich will. Es hat doch auch Vorteile. Also man spart auch Zeit oder doch nicht. Ich habe das noch nie unter dem Gesichtspunkt der Zeitersparnis wirklich gemacht. Also man müsste mal ein bisschen darüber nachdenken, aus welchen Gründen oder Motiven heraus kaufen Leute eigentlich. Ich glaube, da gibt es auch geschlechtsspezifisch gewaltige Unterschiede. Also ich komme noch aus einer Welt, in der es Shoppen nicht gab. Also meine Oma ging einholen. Ja, die holte das Nötigste für den Kühlschrank. Diese Vorstellung, dass man lustwandelnd durch die Stadt geht und sich ein Produkt nach dem anderen kauft, was man nicht braucht, und dass man das zyklisch wiederholen muss, weil man sonst unglücklich wird, also sich damit glücklich macht, ist auch ein Zeichen einer Gesellschaft, in der Menschen sich auf unglaubliche Art und Weise, historisch einmalige Art und Weise, nur für sich selbst interessieren. Denn der größte Teil dieser Shoppingkultur ist ja etwas, was ich für mich mache. Das gleiche gilt für die Gesundheitskultur. Wenn ich also eine Apple Watch am Handgelenk trage und die ganze Zeit mir die Daten angucke und immer in meiner Idealspur hormonell und blutdruckmäßig und verdauungsphysiologisch und so weiter arbeiten will, dann ist das alles Zeit, die ich nur mit mir zubringe und nicht mit anderen. Ja, früher habe ich mit anderen vielleicht darüber geredet, wenn ich überhaupt darüber geredet habe. Also noch nie in einer Gesellschaft haben Menschen sich so sehr für sich selbst interessiert. Bis zu einem gewissen Grade ist das gut, aber so langsam wird es auch pathologisch. Und Sie waren sicher, also Sie waren selber noch nie neugierig, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie jetzt laufen gehen, zu schauen, wie eben Ihr Puls ist, wie Ihr Körper reagiert. Das haben Sie nie gemacht, oder? Es passiert doch sofort Folgendes. Wenn Sie ein Navigationssystem haben, von Anfang an, und nie gelernt haben, eine Karte zu lesen, dann können Sie nur noch mit Navi fahren, weil Sie dann überhaupt nicht anders mehr sich orientieren können. Wenn Sie Ihre ganzen Körperdaten outsourcen und die immer ablesen, dann können Sie ohne diese Maschinen Sie selber nicht mehr einschätzen. Das heißt, Sie verlieren die Balance für sich selbst. Alles das, was Menschen tausende von Jahren ganz natürlich sozusagen als Selbststeuerungs- und Selbstbeobachtungssystem haben, sourcen Sie out. Was ist die Folge? Die totale Abhängigkeit von Maschinen. Ich habe 45 Jahre ohne Uhr gelebt und in dieser Zeit ein exzellentes Zeitgefühl gehabt. Das hat sich erst verschlechtert, seit ich eine Uhr habe. Oder die Abhängigkeit, die Sie bekommen, allein durch ein Handy oder ein Smartphone. Wenn Sie in Österreich die Frage stellen würden, worauf können Sie eher verzichten, auf Ihr Wahlrecht oder auf Ihr Smartphone, dann wissen Sie, was die ehrliche Antwort wäre. Das heißt, durch das Outsourcen in diese Geräte machen wir uns in unglaublichem Maße abhängig. Wir verlieren zu viel Freiheit dadurch. Aber andererseits ist es auch so, dass es wahnsinnig viele Berufe gibt, man fragt sich auch selber immer, die ohne Smartphone oder iPad gar nicht mehr möglich sind. Ja, also ich halte den technischen Fortschritt für den einzigen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit, der unumkehrbar ist. Jeden moralischen, politischen Fortschritt können Sie umkehren.
Gucken sich an, wie das Dritte Reich in einer Kulturnation wie Deutschland oder wie Österreich möglich war. Also Rückfall in Barbarei oder in Jugoslawien haben wir das erlebt oder wir erleben das zum Teil im Nahen Osten. Also primitivste Barbarei bricht in relativ entwickelte Kulturen wieder ein. Den technischen Fortschritt können Sie gar nicht aufhalten. Es ist die Frage, wie wir verantwortungsvoll damit umgehen. Es geht nicht um die Frage, wie halten wir den digitalen Fortschritt auf, das ist Quatsch, sondern wie machen wir sinnvollen Gebrauch davon.